False Sit Attica Sheet Closer Vario 3.0. Um Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern, wird deren Oberfläche mit speziellen Metallblechen belegt. Sie bestehen aus verzinktem Blech, das in die Form der Brüstung gebogen wird. Der Bediener muss sie nur an Ort und Stelle befestigen und fixieren. Dieser Attica-Falzschließer der österreichischen Firma Falzsheet kann diesen Vorgang deutlich beschleunigen. Er eignet sich zum fachgerechten Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen. Der Vorgang erfolgt in Sekundenschnelle ohne den Einsatz anderer Geräte. Das Funktionsprinzip des Werkzeugs ist einfach und unkompliziert und der Handwerker muss sich praktisch nicht anstrengen. Der Vorgang erfolgt ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige Auflage. Die Biegetiefe ist von 20 bis 120 mm einstellbar. Eine Maßskala erhöht die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich. Das Gerät kostet 400 Euro. Stinger CN100B Cap Nailer. Der Einsatz von Handwerkzeugen beim Verlegen von Weichziegeln auf dem Dach ist sehr zeitaufwendig. Herkömmliche Luftpistolen sind meist zu groß und zu schwer, es gibt aber Ausnahmen. So wiegt der Druckluftnagler der amerikanischen Firma Stinger, der CN100B, nur 2,2 Kilogramm. Der Bediener wird langsamer müde, was die Produktivität steigert. Gleichzeitig wird eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht, bis zu 5 Nägel pro Sekunde. Das für 200 Nägel ausgelegte Magazin ermöglicht weniger Unterbrechungen beim Nachladen. Weitere Vorteile sind ergonomisches Design, Langlebigkeit, Ausdauer, flexible Einstellungen und einfaches Aufladen. Man kann auch mit einer Hand arbeiten. Das Gerät kostet 260 Euro. Orange Thunder. Beton wird auf fast jeder Baustelle verwendet. Orange Thunder von der amerikanischen Firma Craft Tool soll diesen Prozess stark vereinfachen. Dies ist eine Kelle zum Verteilen von Kunststoff-Betonmischungen, jedoch keine gewöhnliche. Sie besteht aus innovativem Material, KO20. Dies ist eine leichtere, stärkere und haltbarere Alternative zu allen anderen Materialien, sei es Aluminium, Magnesium, Holz oder Stahl. Die Oberfläche weist einen geringen Reibungskoeffizienten auf, sodass die Kelle leichter, schneller und mit weniger Kraftaufwand über die Oberfläche gleitet. Ein spezielles Relief ermöglicht eine effizientere Verteilung der Mischung und eine Nivellierung der Betonschicht. KO20 ist 5-mal stärker als Stahl, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist 100% korrosionsbeständig. Der Preis ist modellabhängig und beträgt 40 bis 525 Euro. PaviMac Mini Pavi. Bordsteinstapler müssen nicht immer groß und teuer sein. Es gibt derzeit auch kompaktere Modelle. Der Mini Pavi der brasilianischen Firma PaviMac stellt Zäune bis zu einer Höhe von 45 cm her. Der Vorteil ist seine hohe Autonomie. Der Bediener muss sie nur anschieben und rechtzeitig die trockene Betonmischung in den Eimer gießen. Mini Pavi mischt sie selbstständig mit Wasser und bildet dann den Bordstein mit der gewünschten Form. Der Hersteller bietet viele ähnliche Maschinenmodelle zur Herstellung von Betonprodukten unterschiedlicher Form an. Hellermann Titan HDT 16. Dies ist ein Werkzeug zum schnellen Befestigen von Stahlbindern. Das Gerät arbeitet mit vorgefertigten montierten Klemmen. Es passt nicht nur die Anzugskraft an, sondern verfügt auch über einen speziellen Fräser, der überschüssiges Material in einer Bewegung entfernt. Der Schnitt erfolgt am äußersten Rand der Klemme. Das scharfe Metall ragt nicht nach außen, was die Sicherheit erhöht. Der HDT 16 der britischen Firma Hellermann Titan erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit beim Befestigen von Kabeln und diversen Rohren deutlich. Dieses spezielle Werkzeug ist für Klemmen mit einer Breite von bis zu 16 mm und einer Dicke von bis zu 0,75 mm ausgelegt. Das Herstellungsmaterial ist Edelstahl. Eibenstock Twin Mix 1800T. Das folgende Werkzeug soll das Arbeiten mit Spachtelmassen, Putz, Spachtel und anderen Mehrkomponentenmaterialien einfacher und schneller machen.
TwinMix 1800T der deutschen Firma Eibenstock ist im Hoch- und Tiefbau, im Landschaftsbau, beim Verlegen von Betonböden oder Keramikfliesen gefragt. Das modulare Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Die Ausrüstung besteht aus zwei Teilen, einem stationären Mischer und einem Rühreimer, der mit Rädern an einem Wagen befestigt ist. Dieses Design ermöglicht es, das gemischte Material schnell zu transportieren, das Gießen durchzuführen und dann mit der nächsten Mischstufe fortzufahren. Der 1800 Watt Motor ermöglicht das Rühren auch dickflüssiger Materialien und sorgt damit für hohe Zugkraft. Die Paddel mit eingebauten Abstreifern verhindert Materialablagerungen am Kübelrand. Zur Erstellung der gewünschten Mischzeit steht eine Zeitschaltuhr zur Verfügung. Das Volumen des Eimers beträgt 65 Liter. JCB HTD5. Dies ist ein kompakter Diesel-Muldenkipper für den Transport verschiedener Materialien auf der Baustelle. Seine Nutzlast beträgt 500 Kilogramm. Die Motorleistung beträgt 6 PS und das maximale Betriebsgewicht einschließlich Nutzlast beträgt 975 Kilogramm. Der HTD5 der britischen Firma JCB ist somit ein kompakter, wendiger, aber gleichzeitig leistungsstarker und nützlicher Helfer auf der Baustelle. Die geräumige, tiefe Schaufel eignet sich sowohl für den Transport von Schüttgütern als auch von Bauschutt. Sie hat eine Hubhöhe von 1,45 Meter, womit das Entladen in hohe Container leichter fällt. Die Raupen anstelle von Rädern erhöhen die Geländefähigkeit und ermöglichen es, sich sicher im Gelände zu bewegen. Klein Hinged Jail Knee Pads. Wenn man sich beim Arbeiten ständig auf die Knie stützen muss, führt das früher oder später zu chronischen Schmerzen und manchmal auch zu Verletzungen. Diese Knieschoner der US-amerikanischen Firma Klein Tools sollen helfen, dieses Problem zu vermeiden. Im Inneren sind sie mit einem speziellen Gel gefüllt, das die Gelenke durch eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts entlastet. Sie absorbieren auch einen Teil des Drucks und bieten eine optimale Unterstützung. Die Oberfläche ist mit synthetischem Gummi veredelt, was ein Verrutschen verhindert. Zu den weiteren Vorteilen gehören verstellbare Riemen zur Befestigung sowie ein Netz und Neoprenfutter, damit die Haut atmen kann. Das Gerät kostet 30 Euro. Probst Fliguen MFXM 30. Der Einsatz solcher Vakuumverlegegeräte auf Baustellen erhöht die Arbeitsproduktivität deutlich. Außerdem wird das Verletzungsrisiko reduziert. Die professionelle Ausstattung der deutschen Firma Probst, genauer gesagt der Fliguen MFXM 30, wurde für schwere Großformatfliesen mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm entwickelt. Dieses Gerät sorgt für eine schonende Handhabung und beschädigt nicht die Oberfläche. Ein wichtiger Vorteil: Man kann eine Fliese von der horizontalen in die vertikale Position und umgekehrt bewegen. Das Gerät ist kompakt, leicht zu transportieren und zu lagern, da es nur 41 Kilogramm wiegt. Das Gegengewichtssystem, das aus 5 Ballastgewichten mit je 10 Kilogramm besteht, bietet eine hohe Tragfähigkeit. Die Kosten betragen etwa 3.150 Euro. Trelawney Long Reach Scaler. Fliesen, Putz, Linoleum, Teppiche und andere Belege von Wänden bis zu Böden können mit diesem Werkzeug der britischen Firma Trelawney entfernt werden. Der Entwickler bietet eine breite Palette an Aufsätzen, um mit jedem Material die höchstmögliche Leistung zu erzielen. Die Stocklänge kann von 60 bis 180 cm variieren. Dies wiederum hilft dabei, in großen Höhen zu arbeiten, Kraft zu sparen und den Rücken zu schonen. Das Werkzeug vereint gleich drei nützliche Funktionen. Es ermöglicht das Zerkleinern, Schaben und Entfernen. Es liefert eine konstante Leistung von 2200 Hüben pro Minute und wird von einem kompakten Luftkompressor angetrieben. Der Preis beträgt etwa 415 Euro. Marex.
Die Profilierung von Schotterstraßen erfolgt um ein Vielfaches schneller, wenn auf der Baustelle Geräte der polnischen Firma Marex eingesetzt werden. Dies ist ein Werkzeug mit einstellbarer Länge. In einem Arbeitsgang kann er Fahrbahnen mit einer Breite von 200 bis 750 cm herstellen. Es ist um 12 cm verstellbar, was das Werkzeug äußerst flexibel macht und es ermöglicht, es an die Bedürfnisse verschiedener Projekte anzupassen. Die Planierhöhe ist ebenfalls von 0 bis 40 cm einstellbar. Die integrierten Führungsrollen sind ebenfalls von Vorteil. Die Geschwindigkeit wird erhöht und das Fehlerpotenzial reduziert. Neben gebrochenem Gestein kann die Maschine auch alle Arten von Schüttgut verarbeiten. Milwaukee M12 Fuel 25-29-20. Das folgende Tool ist eine Kleinbandsäge des US-Herstellers Milwaukee. Dies ist die erste derartige Säge auf dem Markt mit einer Schnittleistung von 64 mm, die mit M12-Akkus arbeitet. Sein kompaktes und leichtes Gehäuse ermöglicht eine einhändige Bedienung auch auf engstem Raum. Der Mechanismus zur Befestigung der Klinge wird manuell ohne weitere Werkzeuge bedient, was einen schnellen und einfachen Austausch ermöglicht. Für die Sicherheit sorgte der Hersteller, indem er den Schalter mit einem doppelten Schutz ausstattete. Ein zusätzlicher Vorteil ist die integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung. Weitere Features sind ein bürstenloser Motor, eine intelligente Elektronik und Red-Lithium-Batterien. Zusammen verleihen sie dem Werkzeug Kraft, lange Lebensdauer und lange Laufzeiten. Das Gerät kostet 200 Euro. Leister Groover. Solche Fugenfräsen werden verwendet, um Fugen für Schweißnähte und Verfugungen beim Verlegen von elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, PR, PUR und Naturbelag wie Linoleum und Kautschuk zu fräsen. Groover ist ein Elektrowerkzeug der Schweizer Firma Leister. Es ist durch den Akkubetrieb ein kabelloses Fugenwerkzeug und so flexibel einsetzbar wie ein konventioneller Fugenhobel oder Fugenzieher. Durch seine kompakte Bauweise ist der Groover 500 LP sowohl für kleine als auch für große Bodenlegearbeiten auf unterschiedlichen Bodenflächen hervorragend geeignet. Er garantiert eine konstante Nahttiefe auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten. Die vorgelagerte Führungsrolle verhindert ein Abrutschen des Gerätes aus der Naht. Die maximale Fugenbreite beträgt 3,5 mm. Der Hersteller sieht zwei Drehzahlen der Frässcheibe vor. Um die Menge an Schmutz auf der Baustelle zu reduzieren, kann das Werkzeug mit einem Ventilator und einem speziellen Staubbeutel ergänzt werden. Das Gerät kostet 1.500 Euro. Turbo Heat Welding Chiquita. Die hohen Kosten dieses Tools, bis zu 4.000 Euro, sind auf seine hohe Herstellbarkeit sowie einen eher engen, spezifischen Anwendungsbereich zurückzuführen. Chiquita hilft einem professionellen Bau- oder Reparaturteam, da man das Schweißen von Linoleumnähten damit um ein Vielfaches schneller bewältigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Instrumenten, die eine menschliche Bedienung erfordern, arbeitet Chiquita fast vollständig autonom. Der Bediener muss lediglich die Schweißschnur auf einen speziellen Halter legen und dann das Werkzeug anstelle der Naht platzieren. Nach dem Einschalten wickelt das Gerät die Rolle selbstständig ab und führt eine Heißschweißung durch. Spezielle Umlenkrollen helfen, sich gleichmäßig entlang der Naht zu bewegen, ohne abzurutschen. Darüber hinaus hat der Hersteller auf eine eingebaute Federung geachtet. Damit verringert sich das Instrument nicht, auch wenn es kleine Hindernisse überwinden muss. Chiquita arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 5,4 Metern pro Minute. TagLife Drywall Sander 6.5A. Dies ist ein Schleifer, der für die Arbeit an Wänden und Decken entwickelt wurde. Er ermöglicht es, die Oberflächen zu glätten und Unebenheiten zu beseitigen, um einen sauberen Raum zu erhalten. Der Hersteller hat das Gerät mit einem automatischen Absaugsystem ausgestattet, das bis zu 98% des entstehenden Staubes auffängt. Der Staubabsaugschlauch ist 2 Meter lang und schränkt den Bediener nicht ein. Der Durchmesser des Schleiftellers beträgt 225 mm und die Arbeitsgeschwindigkeit ist von 500 bis 1800 Umdrehungen pro Minute einstellbar. Ein zusätzlicher Vorteil ist die eingebaute Beleuchtung sowie die Möglichkeit, den Neigungswinkel des Arbeitskörpers zu ändern. Das Gerät kostet 140 Euro. Hilti DD30W. Mit diesem Gerät kann man Öffnungen mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm bohren, und zwar mit hoher Präzision ohne Beschädigungsgefahr.
Dies und vieles mehr ist mit dem Diamantbohrsystem DD30W der liechtensteinischen Firma Hilti möglich. Trotz seiner hohen Leistung wiegt das Werkzeug weniger als 8 Kilogramm. Dadurch kann es auf engstem Raum arbeiten, wo herkömmliche Gesteinsbohrer keine Chance haben. Die vom Hersteller genannten Vorteile sind ein geringerer Geräuschpegel sowie ein halb so hoher Vibrationspegel wie bei herkömmlichen Gesteinsbohrern. DD30W ist ideal für die Installation von Rohrleitungen, Kraftgeräten, Ankern und Klebefittings. Die Betriebsdrehzahl beträgt bis zu 8700 Umdrehungen pro Minute. Das Gerät kostet 4300 Euro. HydraScreed HS3000. Das letzte Gerät wurde entwickelt, um den Straßenbau einfacher und schneller zu machen. HydraScreed HS3000 ist eine Betoneinbauwalze, mit der man gleichzeitig die Straße und den Bordstein formen kann. Alles dank einer besonderen Form. Bemerkenswert ist, dass der Steineinsatz herausnehmbar und austauschbar ist. So kann die Form des Betonproduktes für ein bestimmtes Projekt geändert werden. Die beeindruckende Arbeitsbreite von bis zu 9 Metern ermöglicht es nicht nur, die Arbeit schneller zu erledigen, sondern auch mehrere Bahnen in einem einzigen Durchgang zu produzieren. Der Hersteller hat eine einstellbare Drehzahl sowie hohe Halterungen vorgesehen, die es dem Bediener ermöglichen, bequem im Stehen zu arbeiten. Das Gerät kostet 4000 Euro. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.